Mein Bruder und ich sind im ehemaligen Jugoslawien geboren und in Deutschland aufgewachsen. Ich habe mich für Gesundheit und diese Dinge schon so seit der Jugendzeit interessiert. Und vor allen Dingen auch, um so eine Klarheit im Leben zu bekommen, einfach zu wissen, wo es lang gehen soll oder was denn jetzt das Richtige ist. Und mit 22 Jahren wurde ich dann über einen Freund, einen Studienkollegen eingeführt. Ja, ich kann sagen, seitdem hat sich mein Leben so nach und nach komplett geändert. Es ist alles irgendwie gut verlaufen, alles irgendwie gut geworden. Zum einen ist das Studium gut abgelaufen, habe einen guten Abschluss gemacht, habe eine gute Arbeitsstelle gefunden, mit den Kollegen läuft es gut, habe auch dort gemerkt, dass einfach dieses Kraft aufnehmen und für bestimmte Dinge einfach zu bitten, dass das wirklich was bringt. Also die innere Einstellung, die innere geistige Haltung, dass die wirklich entscheidend das Leben verändern kann. Ja, und ein halbes Jahr später, nachdem ich eingeführt wurde, kam dann mein Bruder dazu. Ja, bei mir war es so gewesen, dass ich 24 Jahre alt war und anstatt dass ich mein BWL-Studium abgeschlossen habe, das heißt also zugesehen habe, dass ich alle Prüfungen beende, habe ich mich also mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Ich habe einen sogenannten totalen Umweltschutzfimmel gehabt. Ich habe also alles Mögliche einfach aufgesogen in mich, was darüber berichtet wurde, wo irgendwo was zerstört wurde, über den Regenwald in Brasilien. Und diese Daten hab ich dann in meinem Kopf gespeichert und ständig darüber gegrübelt und nachgedacht und bin also zu dem Entschluss gekommen, dass der Mensch einfach schlecht ist. Und ja, ich fing einfach an, den Menschen als Parasiten auf dieser Erde hier anzusehen. Und das steigerte sich dann immer wieder und immer weiter. Ich habe also meine Freunde, meine ganzen Bekannten damit gequält praktisch. Ständig war nur immer dieses Thema dran. Ich wollte die alle bekehren, alle dazu bringen, dass sie sich jetzt ändern, dass sie jetzt nur noch Umweltschutzpapier gebrauchen. Die Kollegen in der Uni und Umweltschutzklopapier oder dass die nur noch Bionahrung essen. Und also wie gesagt, die haben alle schon gesagt, der ist nicht mehr ganz, Hast ganz dein Auto richtig. verkauft, Ja, das kam auch noch dazu. ne? Ich habe also einfach den Entschluss gefasst, mein Auto zu verkaufen, weil ich einfach die Umwelt nicht mehr, das heißt die Luft nicht mehr verpesten wollte. Das war also ganz schlimm gewesen. Ich habe einfach schon morgens beim Aufwachen habe ich schon gesehen, wie die Autoabgase da von der Straße ins Fenster hineinkommen und mich dann und ich dann verseucht werde dadurch. Also das habe ich alles so visuell habe ich das gesehen und das also das war ganz schlimm. Eine ganz schlimme Zeit war das gewesen. Ja, und dann kam mein Bruder mit Bruno Gröning an und ich muss sagen, also zu dem Zeitpunkt, das war allerhöchste Eisenbahn einfach und ich habe das irgendwie sofort annehmen können. Alles das, was er mir davon erzählt hat, dass es also jemand gibt, der gute Dinge getan hat, unentgeltlich den Menschen geholfen hat und dass dann auch wirklich Heilungen eingetreten sind, ja, das hat mich einfach fasziniert und seitdem auch nicht mehr losgelassen. Und es kam dann ganz schnell der Wunsch auf, einfach zu helfen. Und wie wir schon gesagt haben, kommen wir ja aus dem ehemaligen Jugoslawien, speziell wir beide aus Kroatien. Wie gesagt, einfach der Wunsch, jetzt die Materialien, das Einführungsmaterial und weitere Bücher einfach zu übersetzen, um das unseren Landsleuten in der Heimat einfach zu bringen. Ja, und das ist dann einfach geschehen. Wir haben einfach angefangen, das Einführungsbuch zu übersetzen, die Einführungskassetten und so weiter. Ja, und dann war es halt eben so gewesen, dass ich Ende 94 meinen Lebenswunsch, also mir selbst praktisch erfüllen konnte, dass ich nämlich einfach wieder zurück in die Heimat gefahren bin. Angefangen mit dem Übersetzen haben wir dann wurde das dann weiter ausgebaut. Wir haben also Gemeinschaften gegründet in Zagreb zuerst, da wo ich auch jetzt lebe. In anderen Städten dann von Kroatien, also in ganz Kroatien praktisch. Wir haben jetzt auch schon Jugendgemeinschaften, Kindergemeinschaften. In Slowenien haben wir Gemeinschaften, in Mazedonien, in Bosnien und Herzegowina. Das heißt also, wir konnten da schon vieles tun und das Wichtige ist ja gewesen, dass ich zu einer Zeit zurückgefahren bin, wo eigentlich noch Kriegszustand war. Und alle Völker des ehemaligen Jugoslawiens, die waren eigentlich alle miteinander verstritten, zerstritten. Hauptsächlich war das halt religiös bedingt, ne? Und ja, jetzt ist praktisch die wichtigste Aufgabe, diese Völker wieder zusammenzuführen und das geschieht ja auch in den Gemeinschaften. Da sitzen nämlich die Moslems mit den Katholiken und den Orthodoxen
zusammen und nehmen die zusammen die Kraft auf, berichten davon, wie sie den Hass losgeworden sind, wie sie die Verzeihung in sich aufgenommen haben und dadurch einfach schon mal gesund geworden sind. Und das ist also ganz krass, konnten wir das erleben, jetzt bei den Infotouren in Sarajevo und in Mostar, weil da war ja der Krieg am allerschlimmsten gewesen.